Es sei der heißeste Tag des bisherigen Jahres. 30 bis 35 Grad hieß es allerorten und die waren es auch. Wohl dem, der sich von der Hitze mit einem Sprung ins kühle Nass eine Erfrischung gönnen oder zumindest hinaus ins Freie begeben konnte. Wer allerdings meinte, diesen Sprung ins kühle Nass mal eben im Vorbeigehen im Freibad in der Gießener Ringallee genießen zu können, wurde erstmal mit der Tatsache konfrontiert, dass diese Idee ihn nicht alleine beseelt. Dementsprechend die Schlange vor dem Kassenhäuschen, über den gesamten Eingangsbereich die Treppe hoch bis auf die Straße. Ein Ansturm, der so nur selten hier zu sehen ist. Aber wer diesen dann hinter sich brachte, dem stand der ersehnten Abkühlung dann wahrhaft nichts mehr im Wege. Na gut, vor dem Kiosk gab es dann noch ein gewisses Anstehen, aber da hatte man sich zuvor sicherlich schon mal abkühlen können. Bleibt nur zu hoffen, dass das Auf und Ab, das derzeit unsere Wetterlage bestimmt, nicht gleich wieder 2 Wochen Regen und Kälte nach sich zieht. Und wenn dem dann doch so sei, dann muss man sich eben mit diesen Bildern hier vom bisher heißesten Tag des Jahres, dem 28. Juni, trösten.